Aloha ihr Surfer, willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Show hier auf dem Kanal Spieleflut mit mir, dem Amano. Der Name des Spiels kann man ganz deutlich erkennen: About Love, Hate and the Other Ones. Ihr könnt an Continue erkennen, dass ich das Spiel schon mal angespielt habe. Das Spiel ist also nicht komplett neu für mich, aber ich habe es auch nur kurz angespielt, um einfach mal reinzuschnuppern, wie es dann ist. Deswegen hoffe ich, mit Select Level kann ich von vorne beginnen, sodass ich euch das zeigen kann. Ich hoffe es zumindest. Wo könnte es denn starten? Ah, da, 1, 2, 3. Gut, wir fangen also bei 1 an. Das Intro gehen wir mal drüber weg. So, wir sind gefangen in der Höhle und unsere einzige Chance zu entkommen ist, den roten Knopf zu erwischen. Das hier, der mit der Blume, das ist Love. Und das hier, das ist Hate. Und wir nehmen jetzt mal Love. Warten jetzt hier rüber. Haben den Knopf gedrückt. Und das war das erste Level. Haha. So, Level 2. Sieht so aus, als ob jetzt Hate in der Reihe ist. Wähle Hate aus und klicke auf ihn. Win. Wähle Hate aus. Stell dich auf den Knopf. Sehr gut. Level 3. Hate kann Love nach oben helfen. Gut. Hate stellt sich direkt davor. Love geht auf seinen Kopf. Kann dann hoch. Und weiter. Ihr seht, es ist ein Puzzlespiel. Level 4. Teamwork. Wie machen wir das nun also? Hate stellt sich mal... Nein, macht Hate nicht. Hate stellt sich hier hin, Love stellt sich auf den Kopf. Love geht hoch, Hate stellt sich hier hin. Und Love geht rüber. Ja, ein Puzzle. Die beiden müssen also immer zusammenarbeiten, damit sie zum Knopf kommen. Halt, 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 das war nicht so geplant. Los! Love heißt halt so, weil I love you, weil er alle liebt. I love you. Gesehen? Mit I love you kann er einen rüberholen. I love you. Zu sich holen. I love you. Gut, das müsste ja eigentlich erstmal reichen, ne? Schicken Love mal eben rüber. Kommt Hate da hoch? Ja, Hate kommt da hoch. Also Love kann die zu sich rufen. Und Hate kann die logischerweise dann... Was kann er? Was kann er? Das sehen wir jetzt hier. Ich hasse dich, sagt er. Ich hasse dich. Oh, falsch. Mit I hate you kann er sie verscheuchen. Nein, Love, bleib da mal bitte stehen. I love you. Und hol den mal rüber. Nochmal. I love you. I love you. Ist er nicht knuffig? Beziehungsweise sind die beiden zusammen nicht knuffig? Ich finde ja voll, wenn ich ehrlich bin. Ich finde, die beiden sind voll knuffig. Und das ist auch das passende Wort, knuffig. Er kann da nicht hin, weil Hate im Weg steht. Gut, macht Sinn. So, wir sind beim roten Knopf. Logischerweise wird das Spiel von Level zu Level schwieriger. So. I love you. Erstmal den da weg. Zumindest kommt Love dann hier rüber, oder? Und Hate? Reicht das schon? Ja. Be careful now. Ab jetzt wird's also wirklich schwierig.
Genau. Und da sehe ich auch gerade ab. Jetzt wird's wirklich schwierig. I love you. So, du erstmal weg hier. I love you. Hä, hey, ist ja auch blöd. Warte mal, du mal weg. Stell dich mal dahin. So, geh jetzt und hält erstmal hier hoch, ja? Wenn Hate jetzt da rüber geht, dann fällt er da runter. Love kommt hier aber nicht hoch, oder? Achso, er hat, ach so ging das. Haha. Kommt Love denn da jetzt rüber? Ja, tatsächlich. Man hätte es wahrscheinlich sogar anders machen können. Aber okay. Er funktioniert. Love. Den mal rüberholen. I love you. Und den rüberholen. I love you. Da müssten ja beide eigentlich rüberkommen. Denke ich. So. Was nun? Den einmal wegschieben. Hm. Stell mal Love hier oben hin. Wir müssen da doch auffüllen. Denke ich. I love you. Hm. I love you. Dachte ich mir schon, da kommt das Herz nicht mehr rüber. Gut, dann schicken wir Love mal hier runter. I love you. Ihr müsst. I love you. I love you. Verdammt! Hm. Aber vielleicht geht das ja für Hate jetzt. Kommt er jetzt hier hoch? I hate you. Den jetzt auch nochmal weg hier. So, jetzt geht's ja. Also, ihr merkt, es wird schwieriger, definitiv. Hate muss die Liebe zuerst befreien. Ha, wie schön. Und, ah nee, Quatsch, es ist ja Love, den ich habe. Ich finde das Spiel echt voll knuffig, ja. Muss ich wirklich, wirklich sagen. Und vor allen Dingen ist es halt eben auch gar nicht so simpel. Weg mit dir. Weg. Reicht das? Kommen die da jetzt einzeln hoch? Schafft er das? Ja. Diese Sache mit Liebe und Hass, also Love and Hate und so weiter, ist natürlich auch wirklich ein knuffiges Ding noch zusätzlich. So, Love sitzt. Love ist hier erstmal. Hm. Hm. Mal gucken. Du vielleicht erstmal da runter? Vielleicht so? Und dann? Ha. Keine Ahnung. Erstmal Love hier rausholen. Und wahrscheinlich. Warte mal, hält jetzt den wieder weg? So. Okay, da kommt Love jetzt nicht hin, weil zu wenig. Hm. Das bedeutet, Hate kommt da auch nicht hoch. Logischerweise. Weil zu hoch. Und du? I love you. Ha, die kommen dann nicht mehr. Ja, logischerweise kommt er da eigentlich nicht mehr raus, weil er auch fest sitzt. I love you. Hm. Kannst du den wegscheuchen? Nein. Wir müssen hier zwei haben. Wenn ich das richtig sehe, ist es nur schon zu spät für zwei. I love you. So dass ich wahrscheinlich von vorne anfangen müsste. Genau.
Wir müssen den da oben nicht wegscheuchen, sondern rüberholen. Also, du einmal weg. Und. Du weg? Geht nicht. Okay, vielleicht eins höher. So. Jetzt Love. Den einmal runterholen. Nochmal. Dann kann Hate zumindest jetzt hier hoch. Brauche ich denn Hate? Nein, ich glaube, dass das Love machen müsste. Ich glaube, dass ich die beiden tauschen müsste. Glaube ich jetzt zumindest mal so. Weil ich muss die doch hier wieder rüberholen. So. Punkt muss einmal herkommen. Weil ich muss doch jetzt den Weg hier haben. Damit Hate da runter kann. Oder sehe ich das falsch? Tja. Und jetzt müsste Hate auch da hinkommen. Genau. Haha! Ja, also ihr seht, tricky. Spielprinzip, glaube ich, habt ihr komplett verstanden. Und wenn ich jetzt noch weiter spiele, dann sind es vielleicht sogar Lösungen, die ich euch hier anbiete. Und das ist ja auch blöd, weil der Reiz von so einem Puzzlespiel ist es natürlich, diese Puzzles alleine zu lösen. Deswegen ist das ein sehr kurzes Let's Show geworden. Aber ihr wisst, wie das Spiel läuft. Ich steige deswegen an dieser Stelle bereits aus, sage vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht es gut, sagt euer Amano.